wissen alles über dich. Bist du kriminell? Internet ist mittlerweile einer der größten Waffen geworden. Was wäre, wenn die Polizei, der Staat, zwecks Terrorabwehr Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation bekommen würde? Die CSU möchte dies umsetzen. Bin ich dagegen. Das finde ich sehr gut. Also ich glaube, dass es nicht sinnvoll wäre. Sag ich nicht warum, ich bin einfach dagegen. Wenn du was verbirgst, dann bist du vielleicht auch kriminell, deswegen finde ich das nicht schlecht. Bist du kriminell? Ja, sehr kriminell. Kommt drauf an, halt, was gespeichert wird. Weil Leute, die es zu verbergen haben, die sollten ihre Sachen auch offenbaren dürfen, damit jeder Bürger von uns besser geschützt werden kann und somit kein Opfer von terroristischen Angriffen wird. Wenn es um Mobbing geht, also wenn es dann hilft, für die Polizei Fälle aufzuklären, das Mobbing, dann ist okay, aber für andere Zwecke, nein. Und ich finde, dass zu viel Spaß über Verbrechen gemacht wird, um herauszufinden, ob es ernst gemeint ist oder nicht. Die wissen alles über dich. Was wäre, wenn es in Nürnberg mehr Polizei und strengere Gesetze geben würde? Die FDP möchte für die Sicherheit lieber mehr Polizisten als strengere Gesetze. FDP, SPD, Linke, Grüne, Freie Wähler, AfD lehnen das PAG, Polizeiaufgabengesetz, ab. Die CSU hat das PAG beschlossen. Ich finde es nicht gut. Mehr Polizei finde ich schwierig. Schwierige Frage. Mehr Polizei siehst, hast du das Gefühl, dass man so unsicherer lebt, finde ich persönlich. Das Gefühl, oh mein Gott, hier ist eine Gegend, hier gibt es viele Kriminelle oder so. Ich finde, mehr Polizei bei Demos wäre schön, weil ich war auf vielen Demos und ich fand den Polizeischutz jetzt nicht so gegeben, weil es einfach sehr wenig Polizei gab. Man muss halt aufpassen, dass halt die Freiheit der Bürger nicht eingeschränkt wird. Ich bin ja in der Evangelischen Bayern tätig und wir haben uns auch zu dem Polizeiaufgabengesetz kritisch geäußert. Dass die Polizei dein Haus durchsuchen darf ohne einen Durchsuchungsbefehl. Das finde ich geht eigentlich gar nicht klar. Weil einfach dadurch diese Macht auch ausgenutzt werden kann. Mehr Polizei finde ich vermittelt kein Sicherheitsgefühl. Ich finde so wie es jetzt ist, passt es. Da bin ich sehr zufrieden mit. Was wäre, wenn unsere Welt immer digitaler wird und niemand sich um den Schutz vor Cyberangriffen kümmert? CSU und FDP fordern, den Cyberschutz auszuweiten. Das sollte man auf jeden Fall ausweiten, weil Internet ist mittlerweile einer der größten Waffen geworden, meiner Meinung nach. Über das Internet läuft alles. Also wenn ich ehrlich bin, Cyberschutz liegt in jeder Person selber und da muss jeder selber auf sich aufpassen. Es war blöd, aber ich glaube, das trifft auch nur die Leute, die sich nicht auskennen. Deswegen wäre eine Fortbildung für Leute, die sich nicht auskennen, schlauer als den Cyberschutz zu erweitern. Puh, also ich glaube, das wäre richtig schlimm. Ich meine, es gab ja auch schon Fälle, wo sich dank Cyberangriffen leider Jugendliche umgebracht haben, was nicht gerade schön ist. Deswegen, wenn schon digitalisiert, dann sollte man das sicher genug machen, dass sich auch jeder sicher fühlen kann. Jeder, der online geht, egal welches soziale Netzwerk.